Soll man in der Selbstverteidigung möglichst dem Kampf aus dem Weg gehen, egal wie stark man ist? Kommt darauf an. Sehr situativ. Es kommt darauf an, wer du bist. Für die meisten Menschen, die in einen Selbstverteidigungskurs gehen, die kommen aus einer Situation, aus einem Platz der Unsicherheit. Und da ist es natürlich meistens, dass sie nicht in der Situation sind, um selbst das Ganze in die Hand zu nehmen, in den Griff zu kriegen. Aber schau es mal so an. Die Polizei zum Beispiel kann nicht einfach dem Kampf möglichst aus dem Weg gehen. Weißt du, wenn man in einer Stärke-Situation ist, ich benutze halt, ich habe das noch nicht besser geordnet, die harten Worte, die ich in meiner eigenen inneren Ordnung benutze. Wenn du in einer Situation der Schwäche bist, in der unterlegenen Situation, dann wird es sich meistens lohnen, den Kampf mit extrem vielen Mitteln versuchen zu vermeiden. Da musst du einfach nur abwägen, was gibt es für dich hier zu gewinnen und was zu verlieren. Und dann musst du abwägen, ist es für dich wichtiger, zum Beispiel deine körperliche Integrität zu schützen oder ist es wichtiger, deinen sozialen Status zu schützen. Da musst du einfach so abwägen. Und in den allermeisten Fällen wird es lohnenswerter sein, die körperliche Integrität zu schützen, also zum Beispiel einfach die Biege zu machen. Aber wenn du in einer Situation der Stärke bist, in der du dominant bist anderen Menschen gegenüber, dann musst du sogar weiter als das denken. Da geht es nicht nur um dich, da geht es plötzlich um die ganze Gesellschaft. Plötzlich geht es um das. Wenn mir einer dumm kommt, dann weiß ich, der kommt auch anderen dumm. Vielleicht kommt der mir einfach dumm, weil ich einen Kopf kleiner bin als er. Und der denkt, hey, mit dem kann das machen. Und dann weiß ich, hey, der wird einen anderen auch dumm anfahren. Jemand vielleicht, der sich nicht wehren kann, der nicht weiß, was zu tun ist. Vielleicht tut er dem dann körperliche Gewalt an. Vielleicht benimmt er sich auch so gegenüber Frauen, Kindern, alten Leuten. Also jemand muss dem jetzt einen Einhalt gebieten. Dieser jemand bin ich, jemand, der das kann. So denkt auch die Polizei. Der Polizist denkt nicht einfach, oh, pff, ah, ich lasse den einfach machen und gehe gesund heim. Der denkt so, hey, da ist jemand, der seine Körperkraft ausnutzt, um anderen zu schaden. Ich muss dem Einhalt gebieten, um den Frieden in der Gesellschaft zu wahren. Und dann tut er das. Dann tut er das. Sogar mit Risiko auf die eigene Gesundheit hin. Und wenn man in einer Situation der Stärke ist, in einer Position der Stärke, dann finde ich, dann muss man diese Verantwortung eben auch wahrnehmen. Als Kampfkünstler ist man also öfter in dieser Situation. Klar, man kann die Verantwortung einfach von sich weisen, jedoch geziemt sich dies nicht für einen Mann. Ein Mann nimmt die Verantwortung an, in dem Maße, in dem sie ihm zufällt. Ich hoffe, das ergibt Sinn und ihr könnt euch das verstehen. Nicht immer ist also davonlaufen die beste Option.